viel Spass bei Hin und Weg wünscht Dr. Oetker. Es ist mir mega aufgefallen, aber ich dachte, es wird etwas für eine Nacht. Und dann wollte ich weiterreisen. Oh mein Gott, wie naiv bist denn du? Irgend so einer vom anderen Ende der Welt. Wir sind die ganze Zeit miteinander im Internet zusammen. Ich habe alle Kontakte mit allen anderen Personen abgebrochen. Für mich war klar, dass das richtig Hochzeit geht, oder? Take my hand. Take me anywhere. As long as you dare. Take my hand. Für die wahre Liebe sei einem kein Weg zu weit, sagt man ja so. Und dementsprechend muss die Liebe von Katja Fitze riesig sein, weil sie ist ein Mann von ihrem Leben bis ans andere Ende der Welt gefolgt. Auf Neuseeland. Das hier ist die Westküste der Nordinsel von Neuseeland. Hier am Strand haben wir abgemacht. Die Frage, wo man sie da finden. Das Einzige, was ich weiß, ist, sie ist blond und ihr Mädchen ist glaub ablond und wahrscheinlich der AJ muss man irgendwo da außen suchen und nicht am Strand. Das wäre schon mal blond, aber kein Kind dabei. Ich glaube, sie sind dort. Sind wir richtig? Katja. Mona, hoi, ich habe schon Angst gehabt, dass ich irgendeine wildfremde Blondine anspreche. Hey, AJ, great to meet you, Mona. Too. Mona, nice to meet you. How's things? Good? Yeah, very good. Yeah, nice. Hallo. Hey, hoi. Oh, hast du schon eine Glasse bekommen? Verstehst du Schweizerdeutsch? Ich verstehe ein paar Bruchstücke. Ich lebte eine Weile in der Schweiz. Und so verstehe ich ein wenig. Ich weiß, wenn man über mich redet. Wo habt ihr euch das erste Mal getroffen? Es war in Indonesien, auch am Strand. Sumbawa. Sumbawa, ja. How can you not remember? Sumbawa. Als ich ihn getroffen habe, ich denke, ah ja, das ist ein Neuseeländer, den sehen wir nie mehr. Also du hast am Anfang gedacht, das ist einfach so ein bisschen ja, lustig. So ein, genau, ein Ferienflirt. Ja, ich war auf Weltreise, schon fast 5 Monate. Und dann eigentlich auf dem Weg heim wieder. Nach 6 Monaten hätte ich wieder heim gehen sollen, an die Uni gehen. Und dann haben sie dann etwas verlängert. Katja ist noch mal in die Schweiz zurück, um ihr Studium abschliessen. Dann sind sie 2014 auf Auckland gezügelt. Heute wohnen sie 3 Autostunden von Auckland weg, zu Maunganui, direkt am Meer. Noch mehr raus? Wer ist denn Papi? Können wir draussen? Ja. Aber, okay, ist jetzt ein bisschen schnell gewesen. Neuseeländer sind, wie wir Schweizer auch, stolz auf ihre schöne Natur und Landschaft. Und sie sind ein sportbegeistertes Volk. Mit Katja und dem AJ steige ich auf den Hausberg von Mount Maunganui. Wie ist es eigentlich bei euch? Weißt, sind ja eher ähnlich oder ist es eher Gegensätze ziehen sich an? Sorry. Hey. Wir sind beide wahrscheinlich eher ein bisschen ungeduldig und machen etwas heute und nicht erst mal. Ich vielleicht manchmal zu viel, dass ich nicht so viel darüber nachdenke und einfach mal sage, oh ja, das kommt schon gut. Ah ja. Weil vielleicht auch ist, wieso dass ich da bin, weil ich mir nicht so gross überlege. Konsequenzen. Also wirf mich einfach mal drin rein. Also du willst mir jetzt sagen, du sei ein bisschen naiv gewesen und hättest nicht zu viel überlegt und sagst einfach hier hinkommen? Ja, vielleicht, um einen gewissen Grad, ja. Braucht es das? Weißt du, um so einen riesen Schritt machen? So jung?
Ja, ich glaube schon, ja. Und das ist wahrscheinlich auch, eben, wenn man so jung ist, dann ist man sowieso tendenziell ein bisschen naiv. Also es gibt vielleicht schon einige, die nicht sind, aber ja. So Anfangs 20 bist du schon noch ein bisschen naiv. Yay! Bist du mit dem Papi da hochgerannt? Deine Hände rutschen mir raus. Ja, du hältst dich nicht einmal mehr. Warum redest du mit ihr eigentlich Schweizerdeutsch und nicht Englisch? Zuerst sicher mal wegen meiner Mami. Weil meine Mami sich auch schon Englisch, ja, ja, aber nicht so gut. Ja. Und weil es halt auch meine Sprache ist und meine Identität, aha, oder ein Teil von meiner Identität. Ja. Darum ist mir auch wichtig, dass sie Schweizerdeutsch kann. Vor ein paar Jahren hat sich ein Schatten über das Glück der jungen Familie gelegt. Der Vater von Katja ist plötzlich gestorben. Seit dem Tag ist Katja ihre Sehnsucht nach der Schweiz grösser. Do I think we'll go back? Do we go back, Andrew? We'll go back for a little while. Yeah, it was always the plan. I always said once we have kids, that's when I want to go back. Just why? For a few years, to just spend time with my... Um mit meiner Familie zu sein und weil ich nur noch meine Mami habe. Mein Papa ist gestorben. Darum... Ja, wegen ihr. Ja. Und Freunde. Da wünschst du dir? Das, ja. Also das ist das auch, was dir jetzt fehlt, oder für mich? Ja, schon ein bisschen. Ich werde noch ganz sentimental da oben. Ja, selbst schon. Dass sie einfach, vor allem, weil ich es auch sehe, wie gern sie sie hat. Und halt so das erste grosse Kind. Und sie so viel verpasst. Mhm. Und auch für mich. Ja. 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 Und der Ätsche versteht, oder er weiß auch, weil ich... Ich glaube, mehr Heimweh, seit ich sie, seit Naria da ist, als dass ich vorher Heimweh hatte. Ja, schau mal, du Bohnen. Das ist Papi, du bist ein Nervensack. Was sagst du? Nervensack. Er ist so dort gestanden und das ist wirklich, that's how you looked, like a proud warrior. I don't realize it. Brigitte und Jay haben beide eine Scheidung hinter sich gehabt, wo sie sich im Internet kennengelernt haben. Und beide sind im Nachhinein überzeugt, dass es genau so hätte kommen müssen. Beautiful, beautiful. Seit 2011 sind die Schweizerin und der stolze Nakota verheiratet. Okay. I'll see you soon. Yeah, you'll be safe. Careful. I will, because I have to come back for you, dear. Yeah. Brigitte war Köchin, der Jay gelernter Verhaltenstrainer und ist heute als Lastwagenfahrer unterwegs. Hi, sweetie! Am Anfang mussten Brigitte und Jay immer wieder sprachliche Barrieren überwinden. Aber im Alltag und den Gewohnheiten der Nakota hat sie sich sehr schnell zurechtgefunden und wohlgefühlt. Das ist jetzt ein Auftrag von meinem Schwager, noch die Moccasins. Ich habe mir das auf dem Internet mit YouTube-Videos, wo man da viel gibt, schauen, wie ich die machen muss. Ja, das gehört jetzt zu dem Teil von der Aufgabe, die mir der Jay übergeben hat. Ja. So arbeiten ist eigentlich eine Ehre, wenn du das
wenn jetzt ein Familienmitglied zu dir kommt und sagt, eben, es möchte gerne, dass du ihm das und das machst, ja, ist das eine Ehre und da kannst du eigentlich nicht Nein sagen. Brigitte hat mit dem Jay ein völlig neues Leben kennengelernt. Und auch für den Jay hat sich dank der Brigitte vieles verändert. Sie half mir, wieder zu mir zu finden. Ich war verloren, komplett zerstört von der letzten Scheidung. Brigitte ist super. Sie lehrte mich Geduld, Liebe, machte wieder einen positiven Menschen aus mir. Sie lehrte mich, dass ich der bin, der ich bin. Ich müsse nur wieder zu mir finden. Das stimmt. Sie macht mich schon glücklich, wenn ich an sie denke. Also das hier ist Symbol für meinen Namen. Weißer Bär von weit weg. Tehandua Matoska. Mato ist der Bär, Ska ist weiss. Und Tehandua heisst so viel wie ist von weitem daherkommen. Ja, ja, und das ist Nakoda. So. Meinem Schwiegervater, seine letzte verstorbene Frau, hat mir diesen Namen gegeben, wo sie hat gesagt, sie habe ein ganz starkes Gefühl, dass ich die innerliche die Kraft, die Bärenkraft habe. Und das muss ja so sein, ich bin schließlich in Bern geboren. Ich bin schon eher ein bisschen wissen, was morgen und übermorgen und vielleicht in einer Woche läuft. Wohingegen hier in Neuseeland oder der AJ. Und ich glaube, es ist einfach von dieser Surfkultur. Es ist einfach ein bisschen, man lebt im Heute. Und heute ist wichtig. Und morgen kommt morgen. Auch im Paradies fängt der Alltag in aller Herrgottsfrühe an. Am 5:30 am Morgen ist Katja schon auf. Sie muss arbeiten. Ich hasse Geschirrspüle ums Raum. Es gibt eigentlich nicht so eine klare Regelung, wer gerade immer Zeit hat. Obwohl, mit dem Geschirrspüle ums Raum warte ich einmal, bis der AJ macht. Meistens. Weil ich hasse es. Aber er macht wahrscheinlich schon ein bisschen mehr im Haushalt, wenn ich ehrlich bin. Er ist auch besser. Man muss immer dem überlassen, was am besten macht. Vielleicht mache ich es auch nicht so gerne, weil ich 100% arbeite. Wenn ich vielleicht mehr daheim wäre, wäre es mir vielleicht nie zu vor. Nein, das würde ich aber nicht gerne machen. Maggie? Wenn Katja und ihre Familie am Morgen aufstehen, ist bei ihrer Mutter in der Schweiz Fängabend. Und erst noch eine mit einem Familienfest. Ein Stern hast du? Ja. Hoi. 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 Hoi, Roger. Hoi, Dani. Hoi, Judith. Luisa, hoi. Hoi! Schau mal, da ist der Sedi noch. Der Sedi habe ich gesehen, der läuft jetzt. Wenn du die kleinen ihre Cousine siehst und Cousin, die jetzt alle schon viel grösser sind als zum letzten Mal, dann merkst du, wie schnell die Zeit schon vergangen ist und eben, wie viel das eigentlich verpasst ist oder nicht gesehen. Ja. Pass auf da, Decke. Dann ist immer schon ein bisschen traurig. Gell, Naria? Du musst Oma noch Tschüss sagen. Sagst Tschüss, Oma. Tschüss, Oma. Tschüss. Gehen wir, Schätzchen. Bye-bye. Okay, ich steige an die andere Seite. Okay.
Der Alltag von einer berufstätigen Mutter mit Kleinkind sieht, egal auf welcher Seite der Erde, wahrscheinlich überall etwa gleich aus. Und dann kommt der Papi holen? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Bye, see you later. Bye. Er hat angefangen. Und er hat einfach mal kurz gechattet und dann war das relativ kurz. Du bist von Kanada, ah cool, ich bin aus der Schweiz, ah cool. Fertig. Und dann nach ein paar Wochen wieder. Und dann haben wir sonst angefangen, ein bisschen einander zu schreiben und festgestellt, wir haben noch ähnliche Interessenthemen und so. Und dann ist immer lustiger geworden, die Konversation. Und dann haben wir gefunden, jetzt denken wir mal skypen. Dann hat er noch gelogen und gesagt, das Mikrofon sei kaputt, weil er einfach zu scheu war zum Schwätzen. Und ich immer noch schreiben musste. Und dann haben wir angefangen mit Skypen und dann hat sich das immer mehr ergeben, dass wir gemerkt haben, uns interessiert das Gleiche, wir haben die gleichen Vorstellungen. Und dann hat er dann den mutigen Schritt gemacht und gefunden, es nimmt mich Wunder, jetzt so virtuell funktioniert, es gibt es auch, wenn wir uns wirklich sehen. Und dann ist er aber, das ist about 5 months, I can't remember. Ich denke, etwa 5 Monate später, ist er dann in die Schweiz gekommen. Und dann hat das sehr gut gefunkt. So richtig glücklich ist der David in der Schweiz aber nicht geworden. Und darum probieren sie es jetzt umgekehrt. Der Thomas Kleiber packt seine 7 Sachen und zügelt in ein paar Tagen auf Gebäck. Ja, es ist schon vieles weg. Viele Sachen habe ich schon der Familie können geben oder Freunden. Ein Teil habe ich sonst schon verscherbelt. Es ist schon ziemlich. Ja, es ist schon kein Wohnzimmer mehr. Der Tisch gegen den behalte ich auf jeden Fall. Das ist schon Grossvater seine. Die Stühle kommen weg, aber der Grossvater sein Tisch, der ist super. Das wird mir schon bewusst, dass es etwas ein Abschied ist, aber es ist mehr, wenn ich die Sachen, die ich mit dem David zusammen gemacht habe, wenn ich die wegräume, und dann ist es ein bisschen komisch, weil dann denke ich an die Zeit, die wir da zusammen hatten, die schöne Zeit, dann ist es speziell. Aber sonst wohne ich selber. Das Gehen wird etwas anderes. Das Gehen aus der Schweiz, das wird härter. Die ersten Schritte in ein neues Leben mögen aufregend sein, die letzten Schritte im alten Leben sind aber auch nicht ohne. Im Herbst 2018 steht Thomas Kleiber in Zürich zum letzten Mal auf dem Dach des Fernsehstudios. Sonne und Wolken im Norden, zum Teil am Samstag auch Hochnebel. Auch wenn die Details dann noch ein bisschen unsicher sind im Laufe der neuen Woche, eins ist klar, es bleibt mild. Ja, meine Damen und Herren, und das ist der Moment, wo ich intervenieren muss. Wir müssen nämlich jetzt Abschied nehmen von dir, Thomas. Das war deine allerletzte Meteosendung. Die Liebe zieht dich nach Kanada. Du wirst auswandern. Mein Ex-Mann war nicht ein Fehler. Wir waren am Anfang sehr glücklich. Wir haben uns einfach mit der Zeit auseinandergelebt. Aber es war einfach nicht das, was so sollte. Das, was hätte sollen sein, sieht so aus. Die Weite der Prärie, das Gefühl der Freiheit, die Nähe zu der Natur und der Jay an ihrer Seite. There you go, sit right there. Come on, old girl, you can do it. There you go, woman. How pretty that is. Bevor die Köchin aus Bern und der Verhaltenstherapeut vom Stamm der Nakota zueinander gefunden haben, hat es aber nicht nur einen Wink vom Schicksal gebraucht, sondern auch den Segen der modernen Technik.
Unsere Geschichte hat eigentlich angefangen. Ich hatte Kollegen, die mir erzählt hat von Match.com. Und zwar eigentlich nicht nur unbedingt, dass du jemanden suchst für eine Beziehung, sondern einfach Bekanntschaft und so, ein bisschen Socializing. Und dann bin ich ein bisschen schneuken und habe Chase's Profil gesehen. Und sein Lachen und seine Augen, die so gestrahlt haben, mir so gefallen. Und dachte, hey, dann muss ich schreiben. Ich hatte ein 3-Tages-Probe-Abo. Da musst du nichts bezahlen. Da kannst du dein Profil erstellen und ein Foto hochladen. Ich habe das an einem Freitag gemacht und am Sonntag haben wir schon außerhalb der Plattform miteinander geschrieben. Und dann haben wir uns hin und her geschrieben, so alltäglich und ein bisschen speziell auch fragen, was machst, was schaffst und wo du wohnst und so. Und das ja für über 9 Monate. Wir hatten vorher nie miteinander gesprochen. Dann stand ich am Flughafen und dachte, wow, wie auf dem Foto, als sie runterkam. Sie kam auf mich zu und ich stand nur da. Dann habe ich ihren Arm berührt und es fühlte sich an wie ein elektrischer Schlag. Wir schauten uns an und ich fragte, hast du das auch gespürt? Und sie sagte ja. Und dann küsste ich sie auf den Mund und ich wusste, dass es die Wahrheit war, als ich ihr sagte, ich werde dich heiraten. Natürlich glaubte sie mir das nicht, aber ich heiratete sie dann und jetzt bin ich glücklich. There was a little proposal. A forced one. Yeah. On top of a mountain, though. Santis. This was it, the Santis. Yeah. Here it is. Yeah. So, yeah, on top of the mountain. So no, it was. I did get down on one knee, up on top of a Swiss mountain. After I told everyone how he didn't even propose. Yeah. Well, for I was waiting. About 2 months straight. I was waiting though. I was waiting for the right moment. You can't rush that stuff. Jeez. You can't just be like, hey, propose now, and I'm like, you know. So I waited. I made her think I wasn't going to do it, but I was going to do it the whole time. You're right. Yeah, luckily she said yes. I think she'd already said yes, though, so it was okay. Yeah, it was pretty easy. It was, yeah. Die Katze war schon im Sack. Katja ist Ökonomin, sie hat an der HSG studiert. Sie arbeitet Vollzeit bei der Bank of New Zealand als Beraterin für Grosskunden. Happy birthday! Oh, thank you. Ah, this is your birthday. Yeah. So it is. Oh. Up there. Oh. Der Rat schon. Aber wie ist es eigentlich? Weißt, eben, jetzt haben wir hier ein Stück Schweiz hier in Neuseeland. Aber du willst ja eigentlich nachher dann vielleicht auch wieder zurück in die Schweiz. Ja. Bist du eigentlich am Schauen, weißt, wegen Jobs? Ich habe mal ja, so einfach meine Fühler ausgestreckt, um zu schauen, wie schwierig oder wie einfach das wird. Ich hoffe, es wird einfach, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, halt für so weit weg. Aber wenn ich jetzt einen Job finde, dann wäre auch der EJ dabei. Das ist eigentlich so die Voraussetzung, dass ich einen Job finden muss. Oder muss. Ja. Weil ich halt die wäre, die dann wieder schafft. Und dann ist das dann auch der, dass ich einen, wenn ich einen Job finde und ihm dann auf vollendete Tatsachen setzen kann, dann ja, wäre es perfekt. Da haben die beiden glaubt noch etwas zu diskutieren. Where are you? Der AJ ist lange Surfprofi gsi. Jetzt ist er im Wesentlichen Hausmann oder Stay at Home Dad, wie man hier sagt. Katja ist ein bisschen strenger als ich. Naria und ich sind entspannter. Wir essen Eis und hängen ein bisschen rum. Nicht wahr, Naria? Wir sagen Mama nicht, dass wir Eis essen. Aber du verrätst uns immer. Es ist wichtig, für sie da zu sein, ihr die wichtigen Sachen beizubringen, ihr das Gefühl von Liebe und Sicherheit zu geben.
Ich glaube, sie hat hier, was sie braucht. Etwas, was der AJ selber nicht hatte. Seine Mutter hat die Familie verloren, als er noch in der Schule war. Hey, sleep here. You want a unicorn? Love good. Ich mache die Dinge gern schnell. Ich mag keine Unordnung, sondern Sauberkeit. Katja ist anders, sie macht sogar mehr Durcheinander als Naria. Da braucht es jemanden, der auf die beiden aufpasst. Feierabend ist Familienzeit. Die verbringen Katja, der AJ und Naria häufig am Strand. Naria, to the beach we go! Da, wo sich der AJ am wohlsten fühlt. Kannst du das verantworten, einen wie ihn vom Meer wegzuholen in die Schweiz? Ist auch ein bisschen schlecht gewissen. Ist nicht nur ein Hobby, es ist wirklich ein Lebensstil. Meine Mutter sagt, dass wir irgendwann müssen wir doch mal aus dem raus. Ich kann ja in der Schweiz snowboarden oder sonst irgendwas machen. Aber das ist wirklich wie wenn du einen Bündner Berge wegnimmst. Und der fühlt sich dann auch nicht mehr wohl. Und ich komme auch schnell Heimweh über. Jemand von euch muss immer Kompromisse machen. Jemand von euch ist immer ein bisschen unglücklich. Entweder du, weil du so weit weg bist von der Schweiz, oder er, weil er weg ist vom Meer. Das ist noch krass. Kompromiss, wo man glaube jeder Partnerschaft eingeht, aber vielleicht wenn man so eine internationale Partnerschaft hat, sind es vielleicht noch ein bisschen größere Kompromisse, wo man eingeht. Ja. Aber schlussendlich sollte man die eigentlich gerne eingehen, weil man und man sollte es wollen, weil es ja dann heisst, dass du mit dieser Person kannst sein, wo du willst sein. Irgendwie glaube ich, hat es einen Grund, wieso ich jetzt nicht einen aus dem Appenzellerland gefunden habe. Und mit dem Thurgauer-Dialekt findet man auch nicht so viel. Hör auf! Nein, er hat sich sogar auch einen gefunden. Das ist jetzt die neueste These. Wenn man einen Thurgauer-Dialekt hat, muss man bis auf Neuseeland, weil dort merken sie es nicht. Dann merken sie es nicht. Da hat mich noch nie jemand wegen meinem Dialekt angehauen. Ja, der hat gesessen. Aber hier am Strand von Mount Maunganui fallen einem schon noch ein paar andere Gründe ein, wieso man das Leben in Neuseeland und nicht zwingend im Kanton Thurgau verbringen will. Was ich gesehen habe, ist eben vom Aussehen her, ist natürlich sie ist wahnsinnig hübsch, wahnsinnig schön und eben halt sympathisch, gleiche Interessen. Und dann sportlich. Sport, ja. Und damals waren wir noch sportlich. Und ja, also von dem her, von Anfang an war mir auch klar, ich habe zu der Zeit, als ich mit ihr skypet habe, habe ich auch andere Kontakte gehabt. Im Osten habe ich andere Kontakte in der Ukraine und in Russland. Sobald ich mit ihr ins Gespräch bin und mit ihr in Kontakt kam, war mir klar, dass die anderen Kontakte abblocken und dass ich das mit ihr ernsthaft verfolge. Martin und Lana haben sich vor 7 Jahren per Internet verliebt und gleich darauf geheiratet. Seither wohnen sie miteinander in Tusis. Lana kommt aus der Ukraine. Okay. Das geht. Jetzt in der Ofen. Der Martin ist überzeugter Vegetarier. Lana, sie kocht wahnsinnig gut. Und ich könnte schon selber kochen, aber es ist schon natürlich viel bequemer, wenn man heimkommt und eine relativ kurze Mittagszeit hat. Und dann muss man nicht mehr selber kochen, sondern kann einfach nur nachher hocken. Das ist schon gut. Und eben, ich meine, ist auch die Idee gesehen, dass Lana eigentlich Papa, 5 Minuten, ja, okay? Dass sie eigentlich Hausfrau ist.
Vor allem seit ihrem gemeinsamen Sohn, der Leon, auf der Welt ist. Wenn man sich wie Lana und Martin übers Internet kennenlernt, kann man schon vor dem ersten Treffen die Rahmenbedingungen abstecken und gewisse Wünsche anbringen. Darum haben sich die zwei auch schon früh über das Thema Kind austauscht. Hey, wo ist der Ten? Ich sehe es nicht. Sie hat ja schon einen älteren Sohn. Und dann ist mir das im Prinzip, als ich sie dann kennengelernt habe per Skype, ist mir das im Prinzip am Anfang auch gleich gewesen. Ich dachte, okay, wenn sie kein Kind will, dann halt nicht. Okay. Und nachher, ja, haben wir uns dann gleich entschieden, zum gleich noch ein Kind zu haben. Also, jetzt einfach mein Wunsch war, hat sie dann gesagt, dann machen wir das noch mal. Oder? Aber auch für sie natürlich schon relativ happy ist, nachdem sie das Gefühl hatte, jetzt, mein ältester Sohn ist draußen, mit Kindern habe ich nichts mehr zu tun. Und dann ist das für sie schon relativ natürlich noch schwierig gewesen, um dann eben dem Alter nochmal cool nochmal eine Schwangerschaft einzugehen und dann eben halt nachher nochmal ein Kind gross zu ziehen. Was machst du jetzt? Leo, was ist das? Blue! Ja, aber was? Was Blue? Blue! Ui, ein Gardin. Nur Martin da klubbelt. Ich weiß jetzt, wie du machst. So. Lana. Ja, wir werden jetzt. Ich essen. Muss dann irgendwann arbeiten gehen. Was? Ich muss arbeiten. Okay, vielleicht zuerst kannst du essen. Ja, eben. 5 Minuten. Seit 22 Jahren ist der Martin Oberstufenlehrer zu Tausis. Wegzügeln ist für ihn nie in Frage gekommen. Schon gar nicht in die Ukraine. Also, nach der Pause. Meiner Ansicht nach haben wir ein ganz tolles System, das wir leben mit unserer Demokratie, mit unserem Wirtschaftssystem, was wir alles haben, und von der Politik her eine sichere Lage. Von mir aus gesehen gibt es keinen Grund, um irgendwo anders zu leben. Und so wie für sie ist auch eigentlich klar, sie hat eigentlich auch eigentlich eher weggewählt aus der Ukraine. You wanted to leave the Ukraine? Leave or leave? Leave, go out. Ja. Ich habe Familie aufgegeben, die dort geblieben sind. Ich habe meinen Lebensstil aufgegeben, das ganze Sozialleben, das ich dort hatte. Ich habe Freundinnen, die ich seit 20, 30 Jahren habe, wo Kinder zusammen aufgewachsen sind und so. Du gibst einfach eine Art Leben auf, die Lebensstil, wie du im Moment dort, wo du drin bist. Oder? Ich war erstaunt und fühlte mich sehr geliebt. Ich fragte mich, ob ich dasselbe gemacht hätte. Und ich bin nicht sicher, ob ich das damals gekonnt hätte. Brigitte hat 2 Töchter. Die sind in der Schweiz geblieben, wo Brigitte alles hinter sich gelassen hat und zum Jay in die USA gezogen ist. Dass es nicht zu trocken ist. Das ist ja immer so eine Sache. Ein Heiratsantrag muss ja toll und weiss nicht was pompös sein. Und meine war eben einfach so speziell, wie unsere Ehe ist. Er war in der Dusche, hatte die Dusche, kommt raus nur mit dem Tüchli hier und knäulert mit nassen Haaren und alles von mir hier am Boden und stellt mir einen Heiratsantrag. Und ich fand das so einfach mega cool, gefunden, weil das einfach so spontan war. Weißt du, nicht geplant und weiss nicht, ein grosses Tram und weiss nicht, was alles. Darum war es einfach wirklich total spontan. Er hat das so, gewusst, jetzt ist das, wollte ich das machen. Ja. Aufregend. Und dann vor allem die Zeremonie selber. Es war wie, das habe ich schon so manchmal im Film gesehen. Was Englisch war, oder? Ist genau eben die Worte, die du so in den Filmen siehst.
Native Americans sollten nicht weinen, aber ich habe geweint an diesem Tag. Aus lauter Glück. Ich gebe es ungern zu. Aber es stimmt, ich war so glücklich. Look, dieses Haar ist so schön, immer noch ganz schwarz gsi denn. There was nothing on the walls. No. Oh. I'm talking about your black hair. Oh yeah. But I love that gray hair in here. It looks beautiful. Guetta. Good morning. Guten Appetit. Excellent, baby. Ah, ja, das fällt noch. Bitzeli, nur für die Heimweh. Sie macht gern Pläne, ich schaue, was passiert. Die Dinge ändern sich. Man kann gar nicht planen. Das ist wie das neuseeländische Wetter, das wechselt auch alle 5 Minuten. Ich gehe es langsam an und verstehe gar nicht, warum sie immer so gestresst ist. Es kommt immer alles gut und wenn nicht, dann findet sich eine Lösung. Einen Plan B. Man kann nicht zu viele Pläne machen im Leben. Ein paar, ja. Auckland, die größte Stadt von Neuseeland. Hier wohnt ein grosser Teil von AJ seiner Verwandtschaft. Sie sind ein wichtiger Anker für AJ, aber auch für Katja. Sie wohnen jetzt alle hier. Genau. Sie haben es gekauft, aber dann noch recht angebaut. Und das Glas ist der Jude, ihren Stolz. Das ist noch neu. Ah, eben, gell, das siehst du. Grandma Jude ist eigentlich Tante von AJ und so etwas wie die neuseeländische Ersatzmutter für Katja. Eine Frau mit viel Familiensinn, einem grossen Herz und 4 Schwiegertöchtern. Then I've got my beautiful daughter-in-law. Yeah. We're very close. Yeah. Gross. Grossartig, ja. Sie ist wirklich eine grossartige Frau. Ich weiß nicht, wann ich ohne sie hier machen würde. Sie ist die Beste. Wirklich meine Mami in Neuseeland. Schau da, Schätzchen. Ja, Gold wert. Ja. Gold wert. Auch für meine Mami. Meine Mami sagt immer, wie froh das ist, dass ich hier noch mal eine Mami habe. Ja, Schätzchen. Du willst baden? Sollen wir nachher baden als Nelly? Gehen wir mal baden? Introduce you to Mona. Nice to meet you. I'm Mona. Oh, Mona is here from Switzerland, and this is my other beautiful daughter-in-law, Jenna. Nice to meet you. I'm Mona. Let me just hit it straight back down. Yeah, but because you know people are like doing like little side angles, and you're diving. What about the ideas at the frame, right? Der AJ hat eine schwierige Kindheit gehabt. Nachdem die Mutter die Familie verloren hat, ist Großmutter seine wichtigste Bezugsperson geworden. Sein Vater, ein Maori, ist früh bei einem Unfall gestorben. Jetzt hat der AJ selber ein Kind und ist für Naria ein präsenter, liebevoller Vater. Hast du dich verändert, als du Vater geworden bist? Ja, das geschieht wohl allen. Aber das ist eine gute Veränderung. In what way? Man hat eine neue Sicht auf die Dinge. Man kann nicht nur auf sich selber achten und tun und lassen, was man will. Da gibt es jemand anderen zu Hause und das ist gut. Mit etwa 20, wo nach dem Vater auch noch seine Großmutter gestorben ist, ist dem AJ sein Leben kurzfristig aus den Fugen geraten. In dem Moment hat ihn Jude zu sich in ihre grosse Familie geholt.
This is basil from my garden. Yeah. I have worked very hard to include him. Ich habe hart gearbeitet, um ihn in unsere Familie zu integrieren. Wir wollten ihn unbedingt genau gleich behandeln wie unsere anderen Kinder. Was denkst du, werden AJ und Katja zurück in die Schweiz gehen, um dort zu leben? Für immer? Nein, das glaube ich leider nicht. Sadly, I don't think so. I don't think he could leave New Zealand. AJ kann Neuseeland nicht verlassen. Das hat mit seiner Kindheit zu tun. Ihm fehlt die Geborgenheit. Das wird wohl sehr hart für Katja. I think this is going to be very hard for Katja particularly. Perhaps a major challenge. Eine große Herausforderung für ihre Ehe. Wenn man frisch verliebt ist, denkt man, man könne das Leben zu zweit auf einer einsamen Insel verbringen. Aber mit den Jahren zeigt sich eine andere Realität. I will see you later. Bye bye, love you. Have a good day. Take care. Try safe. Yeah, you too. Yeah, I'll text you when we're on our way back. Das Naturwunder von Rotorua. Schlammtümpel, Geysir und heisse Quellen. Und über allem ein intensiver Geruch nach Schwefel. Weißt du, jetzt so ein bisschen aus einer Distanz, weißt, ist es eine Beziehung führen mit einem Mann wirklich von der anderen Seite der Welt, ist es, aus der Distanz, ist es einfacher geworden, als dass du gedacht hättest, oder schwieriger, als dass du gerechnet hast? Gute Frage. Das Schwierige ist eigentlich nur, dass für mich auf jeden Fall ist eigentlich nur, dass ich meine Familie und Freunde vermisse. Aber so die Beziehung zwischen uns ist jetzt hat nicht so viele Schwierigkeiten weg, weil wir von anderen Ländern sind. Das ist mehr die Distanz, die ich habe zu meiner Familie und meiner Heimat. Aber dass du so Heimweh hast, weißt du, wie du jetzt hast, hättest du das gedacht? Nein, am Anfang hatte ich nie Heimweh gehabt. Erst dann eigentlich, also definitiv, wo dann mein Papa gestorben ist, ganz plötzlich durch einen Unfall. Dort fährt es einem dann schon so das erste Mal hin, wenn man so weit weg ist. Und dann, ja. Ganz schwierige Zeit für dich. Ja. Dann überleist das dann schon zwei, drei Mal auf. Ist das wirklich. Und eben, dann hast du halt, wenn jemand so nahe, eben zu einem älteren Teil stirbt, und dann hast du nur noch eins. Dann wird es auch noch mal schwieriger, wenn du ein Schuldgefühl hast. Hast du das? Ja. Sicher. Deiner Mutter gegenüber? Ja. Ja. Ja, schon noch viel. Sorry. Ja. Aber bist das du oder gibt sie dir das Gefühl, dass du die müsstest haben? Nein, sie macht das überhaupt nicht. Nein, sie ist. Ich glaube, das macht man sich einfach. Oder ich. Ja. Nicht noch mehr mit ihr halt, weil du siehst, wie gern sie sie hat und wie wenig sie halt von ihrer Mitte bekommt, weil es nur immer Maximum ein, zwei Monate sind, wo sie hat, am Stück und dann halt wieder für ganz lange nicht. Und dann ist dann schon schnell wieder ein Jahr rum. Und man sieht es jetzt mit den Arien, wo es so schnell wächst und so schnell vergisst. Und das ist, glaube ich, schon hart für sie und für mich. Ich habe die Schweiz gerne. Es ist mein Heimatland. Ich bin ein Schweizer. Das kann man nicht. Man ist automatisch. Und alles, was zurückgelassen, auch jetzt zum Beispiel auch, wie auch ein Selbstbewusstsein, wenn du in deinem eigenen Land bist, eine Sprache, wenn du die Sprache kennst, du verstehst, wie das Land funktioniert, du hast auch, du weißt dich auch zu verteidigen im Land rein, also, und dich zu platzieren im Land rein, weil du kennst die Spielregeln. Das alles lässt du zurück, du kommst in ein fremdes Land, du bist eigentlich wieder wie schwach und unsicher und verletzlich. Ja, das. Ja, jetzt ja. Soll ich das gerade zuerst? Nein, wir sind gerade so. Wir dürfen uns alle Thomas Kleiber wandert für seinen Mann, den David, aus auf Kanada.
Der Job im Meteo vom Schweizer Fernsehen hat er gekündigt, die Wohnung geräumt und sich von allen verabschiedet. Gott, Gott, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, Dömer, tschüss. Tschüss. Christian. Abschied von den Eltern, einem Brüder und dann auf und davon. Auf den Thomas wartet zwar sein Mann, aber sonst sehr viel Ungewohntes. Zum Beispiel wohnen im Haus der Schwiegereltern im ehemaligen Kinderzimmer von David. Wie er mit diesen neuen Umständen zurechtkommt, weiss er selber noch nicht so recht. Bei der Katja und dem AJ in Neuseeland sieht das Leben auf den ersten Blick immer ein bisschen wie Ferien aus. Einmal, wenn man aus der Schweiz kommt und sich das Meer vor der Haustür nicht gewöhnt ist. Aber heute ist wirklich ein entspannter Tag für die beiden. Die Bankfachfrau aus dem Thurgau und der Surfartikelhändler mit Maori-Wurzeln geniessen einen freien Tag. Tochter Naria ist bei Verwandten. Kommt das oft vor, dass ihr Tage für euch allein habt? Just together, without... Nicht sehr oft. Ohne Naria eigentlich nie. Wir haben keine Verwandten da, wo wir wohnen. So ist sie immer mit uns zusammen. Es wäre natürlich schön, wenn ab und zu Großeltern da wären, die sie hüten könnten. Der Onkel Greg, der ein alter Ersatzvater ist für den AJ, hat zum Fischen eingeladen. You're coming home for dinner, Snapper. That's a good one, eh? How big is it? Doch geht das immer so schnell? Oh nein. Wir sind auch schon gut fischen, wo wir wirklich gar nichts gefangen haben. Der ganze Darum finde ich Fische eben gar nicht so lässig. Aha, jetzt habe ich gemeint, du sägst da schon völlig intuitiv. Ja, jeden Abend mit der Nacht fangen. Nein, ich glaube, gleich werden werde ich nie. Oder wird man nie, wenn man nicht von dem Land ist. Egal, in welches Land das man geht. Die Schweiz ist immer noch mein Zuhause, obwohl ich hier jetzt lebe. Aber ich sehe mich nicht als Neuseeländerin. Ich bin immer noch voll Schweizerin. Also in dem Moment, wo dann auch du gerne fischen, reden wir dann wieder über das Thema. Genau, ja. What? Oh. Oh, 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 oh. Ein Hai. Ein Hai? Ein Haifisch. Oh. You keep it or you let him go? No, I don't think he's... Wow. I mean, you can eat shark, but it's not... No. Is it slimy? No, not at all. Wow. Okay. Okay, bye-bye. Bye, baby shark. He can come back and eat these other fish. Könntest du in einem Land wie der Schweiz leben, weit weg vom Meer? Eine schwierige Vorstellung, so für immer. What are you looking over at me? Mit einem Seitenblick zu dir. Das diskutieren wir gerade. Vielleicht nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit. Für eine Weile ginge das schon. Ich war in der Schweiz, es ist schön da. Aber für immer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann fischt sie eben doch noch, Katja. Es braucht Kompromiss, wenn sich zwei so gern haben wie Katja und der AJ, aber aus verschiedenen Welten kommen. Dass sie für immer zusammen sein wollen, das wissen sie. Aber ob in Neuseeland oder in der Schweiz, diese Frage wird sie welchen Weg ein Leben lang begleiten. Take my hand. Für mich ist es Zeit, zum Adieu zu sagen und danke für den Einblick ins Leben auf der anderen Seite der Welt. Together we will be forever you and me. Ich kann nie irgendwie sagen, dass ich Schweizer bin. Ich habe das Gefühl, im Ausland wird das recht schnell falsch interpretiert. Ah, du bist Schweizer, du bist Millionär. Nein, ich bin nur Schweizer. Es geht noch ein bisschen, dass ich, wenn Gott will, Millionär wird. Also habe ich den Italiener gespielt, weil der Italiener kommt immer gut an. Und dann habe ich gesagt, hey, io sono Italiano, komm da her. No?
Nancy und Demis sind 31 und seit 4 Jahren geheiratet. Sie leben dort, wo es für sie gerade etwas zu tun gibt. Im Moment sind sie in Monterrey, in Mexiko, da, wo Nancy aufgewachsen ist. Nancy hat in Mexiko Psychologie studiert, Demis hat in Zürich eine Banklehre und Berufsmatur gemacht. Und bis die beiden ein Paar geworden sind, hat es ein paar Etappen gebraucht. Heute zeigen uns Demis und Nancy einen Ort, der typisch ist für Mexiko. Arm und reich trifft sich am Sonntag auf dem Markt. Jeden Sonntag sind sie hier am Spielen. Man hört sie am anderen Ende des Hauses herumkreien. Man denkt immer, es ist ein Fußballspiel, aber es ist nur ein Bingo. Es geht nicht ums grosse Geld. Sie spielen, damit sie daheim genug zu essen haben. Zum Beispiel hier kommen sie Milch über, Cola, Reis, Teigwaren, Putzmittel. Jenste Sachen, die man daheim brauchen kann. Vielleicht können wir ja WC-Papier, das ist immer gut. Vor 9 Jahren hat Demis sein Bankerleben samt Anzug und Krawatten abgestreift, hat seinen Eltern, die gerade im Training waren, Adieu gesagt und ist los, geht die Welt entdecken. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch am Umreisen, meine erste Weltreise, nachdem ich die Berufsmatur abgeschlossen hatte. Und bin schon eineinhalb Jahre unterwegs, als ich dann auf sie zugestoßen bin in Puerto Vallarta, etwas im Süden von Mexiko, an der pazifischen Küste. Da habe ich sie gesehen in einem Club tanzen. Bin draußen und habe mich gerade visuell verliebt. Für die Liebe musste Demis kämpfen. Nancy hat zuerst gar nichts von ihm wissen. Nur ihre Telefonnummer konnte er erobern. Sie haben mir so extreme Abfuhr erteilt, dass das meinem Ego so geschadet hat, dass ich das nicht auf mir hocken konnte. Nach einem Tag ist sie dann zurück auf Monterrey, was 25 Busstunden von hier entfernt sind, und habe ihr einfach gefolgt auf Monterrey. In diesen 25, 26 Stunden mit dem Bus. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, rat mal, wo ich bin. Ja, wo bist du jetzt wieder? So, ich bin hier in Monterrey. Und sie so, was? Mein Gott, das ist ein Psychopath. Wer will mich vergewaltigen oder so? Es ist das mega schlimme Typ. No, ich bin selbst so ein Maniaco. Sie. Aber dank seinem Charme gehen Haustür und kurz darauf auch Herzen auf von der Nancy und der ganzen Familie Cortes. Das ist 8,5 Jahre her. Und jetzt besuche ich Demis und Nancy im Haus von ihren Eltern. 825. Hat es denn da irgendwo Nummern? Ah! Okay. Hola! La madre di Nancy? Nancy? Ah! Soy Mona. Hermosa, Mona. Hermosa. Hermosa, oh. Tú. Oh, muchas tú. Gracias, muchas gracias. ¿Tu nombre? Rosy. Rosy, also, Mona. Danke vielmals. Ciao. Hoi, ich bin Mona. Freut mich. Demis, ich habe lange Haare, ich bin gerade aus der Dusche. Kein Problem, du, da wird mir gerade schon die Herzen umarmt. Hey, das ist der Mambino. Hoi, hoi. Hallo. Hola, Mona, hoi. Freut mich sehr. How are you? Good? All diese Menschen treffe ich heute zum ersten Mal. Aber schon nach 5 Minuten bin ich hier in Mexiko mehr umarmt und geküsst worden als in der Schweiz in einer ganzen Woche. Für mich ist das der erste Mexiko-Besuch. Ich kann Ihnen sagen, ich würde gerne noch ein bisschen mehr sehen, wie man in Mexiko lebt. Quiero ver más cómo se vive en México, cómo es. Pues la gente. Importante. El calor de la gente, el amor que la gente emana a las demás personas. Also die Liebe von den Leuten, dass du die siehst, das wirst du gerade merken, wenn du aus dieser Tür läufst. Ja, ja. Und noch etwas erfahre ich bald, dass man hier ganz offen umgeht mit den Gefühlen, mit den schönen, aber auch mit den schweren. Ich weiß nicht, du kennst die Enchiladas, das sind so rote Tortillas, ja, wo du nachher drauf gelegt hast. Chile?
Das ist Chili. Okay. Oh, es muy, muy picante, no picante? Nein, no, es ist so wie Tomaten, mehr Tomatensauce. Ja, es ist nicht so scharf. Scharf ist dann im März, wenn wir nachher probieren. Also da ist es schon für Schweizer das Koch. Das Gericht jetzt schon, da hat sie Rücksicht auf euch genommen. Auf welchem Scharfniveau bist du schon? Ich bin schon sehr auf einem hohen scharfen Niveau. Ich bin jetzt in einem mexikanischen Prozess. Wo sie dich das erste Mal gesehen hat, erinnert sie sich noch, was sie gedacht hat? Ganz ehrlich. Con mucha sinceridad, cuando me viste por primera vez, ¿qué pensaste? Cuando lo vi, zuerst ist mir aufgefallen, dass er anders ist. Ich habe sofort gewusst, dass er der Ehemann meiner Tochter wird. Sí. Warum? Er hat mich entzückt, verzaubert. Ich liebe ihn wie einen Sohn. Come un hijo. Ich spüre sie auch wie eine Mutter. Eigentlich. Ich dachte, das ist nie möglich, weil eine Schwiegermutter so gerne habe wie eigene Mutter. Dass die Verbundenheit so tief ist, hat vielleicht noch einen anderen Grund. Einen traurigen. Als Demis vor 5 Jahren das zweite Mal zu der Nancy auf Mexiko kam, war die Familie Cortés tief erschüttert. Der Erik, der 19-jährige Bruder von der Nancy, hat sich kurz vorher das Leben genommen. Es hat eine ganze 180 Grad Wendung. Es war recht eine planlose Situation. Man hatte auch zuerst gerade keine Lebenslust. Wir haben nicht gewusst, wo wir, für was wir nur leben sollten, oder? Mm. Aber wir wissen, er ist da präsent und wir wissen, dass wir irgendwann alle zusammen werden kommen. Sie hat vorhin gesagt, es wäre mega schön, wenn er jetzt auch da wäre. Und jetzt sind gerade jetzt so die Festtage, wo es passiert ist, im Monat November. Und es ist gerade. Es ist eigentlich schön, dass du jetzt da bist, dass ihr da seid, weil es ist auch eine gleiche Ablenkung für uns. Nachher die Festtage sind eine von seinen Lieblingsfesttagen von den Toten. Ja. Hat uns alle in eine Depression gebracht, aber zugleich ist einfach, das Leben ist kurz. Und sie leben wirklich jeden Tag, als ob es der letzte wäre. Sie hat nicht geplant, so, okay, ich habe jetzt so viel Geld auf der Seite, sondern sie gehen es gerade aus. Sie leben heute, weil morgen vielleicht gar nicht mehr existiert, ja. Oder? Woran ich mich erinnere, dass ich bei unserem ersten Treffen viel gestresster und verkrampfter war, als ich es mir je vorgestellt hätte. Und was ich mich an ihn kann erinnern und mich um uns umarmt hat, dass er etwa einen Herzschlag von 10'000 hatte. Und ich hätte das nicht geglaubt, dass das Herz so schnell schlagen kann. Und das ist mir aufgefallen, wie schnell sein Herz schlägt. Also dass da jemand wirklich sehr, sehr aufgeregt ist. Der Meteorologe Thomas Kleiber hat gewusst, auf was er sich einlädt, wenn er zum David und seiner Familie zieht. Auf den berüchtigten endlosen Winter von Quebec und aufs Wohnen im Untergeschoss vom Haus der Schwiegereltern. So. Allumer les lumières un peu. Oui. Ça. On doit bouger. OK. I have two long underwear. Es erinnert ein bisschen an die Wohnsituation von einer Teenager-Liebe, so im Sous-Sol vom älteren Haus. Und natürlich ist es nicht meine Wohnung. Natürlich kann ich nicht das gleiche Puff machen wie die Hei. Oder zumindest habe ich das Gefühl, ich sollte nicht. Was vielleicht auch nicht schlecht ist. Aber es ist natürlich ein Umstellen, weil ich habe jetzt gerade im Moment keinen Beruf, keinen festen Beruf. Ich muss meine Hobbys da neu definieren und so. Das ist eigentlich das, was mich einschränkt, dass ich so ein bisschen abhängig, oder soll man sagen, ja, eine Zeit lang jetzt nicht mein
ja, wieder mich finden muss. Das ist allerdings auch lässig. Oder? Man kann wieder alte, blöde Sachen aufgeben und neue anfangen. Aber das ist, aber das Wohnverhältnis, ich bin sehr anpassungsfähig. Also, eigentlich hätten David und Thomas vor 3 Jahren im kleinen Rahmen heiraten. Aber die Familie von David hat andere Pläne und es ist ein richtig grosses Fest daraus geworden. Als die Zeremonie begann und wir mit der ganzen Familie reinkamen, hätte ich mich am liebsten in Luft aufgelöst. Mein Mund war so trocken, meine Lippen klebten an den Zähnen. So schnell geheiratet haben sie auch, weil das Zusammenleben als binationales Paar einfacher macht. Und dazu sind in Kanada Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren inzwischen selbstverständlich. Das sind sehr schöne Erinnerungen. Etwas, was mir extrem Eindruck gemacht hat, generell bei dem Hochzeit, man muss sich das mal vorstellen, da hat der Altersunterschied einen Ausländer, oder wie viele Vorurteile könnten da sein? Und ich habe null gespürt bei der Familie der Kanadier. Sie sind so offen gewesen. Und seine Großmutter, die hat erst vor kurzem erfahren, dass ihr Enkel homosexuell ist und dann erst noch ein Schweizer und Ausländer heiratet. Das muss man sich mal vorstellen, wie da die meisten würden reagieren in dem Alter. Und was sie gemacht hat, sie ist auf mich zugekommen. Sie hat mich zum ersten Mal gesehen und hat mir einfach einen Schmutz auf die Backe gedruckt und gesagt, du musst ein guter Mann sein, weil du machst meinen David glücklich. Grenzenlose Liebe heisst, viel Altes aufgeben und viel Neues dazugewinnen. Endloses Schneeschaufeln zum Beispiel, wenn in der Heimat schon langsam die ersten Schneeglöckli vorkommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendetwas aufgegeben habe. Und das ist schön an dieser Liebe. Weil wenn du das Gefühl hast, dass du etwas aufgeben musst, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg. Das machst du automatisch. Für Liebe tust du das automatisch machen. Und das kostet dir keine Überwindung. Nancy und Demis führen ein Künstler- und Vagabundenleben. Sie malt Bilder und verkauft die auch und er produziert Filme fürs Internet. Eigentlich ist das ganze Leben von diesen zwei ein kleines Gesamtkunstwerk. Weltenbummler, Erntehelfer, Influencer und Gelegenheitsarbeiter. Hauptsache, sie sind miteinander. Für ihre YouTube-Fangemeinde drehen sie heute ein neues Video außerhalb von Monterrey. Is it always you fährst driving? Immer du, Nancy? Oder fährt er auch hier in Mexiko? Doch, er fährt auch. Lüg mich, meine Liebe. Du lässt mich nie fahren. Und Mutter auch nicht. Why not? Warum nicht? Ihre Mutter lässt mich nie fahren, weil ich den Blinker rein tue und mega korrekt bin. Und was? Ich schalte den Blinker, wenn ich Spuren wechsle. Oder, Dann muss man doch. Ja, ich halte mich an die Regeln und das ist falsch. Wenn ich Spuren wechsle und den Blinker drin tue, in Mexiko, wenn noch alle schnell vorbeifahren, weil sie sehen, ich tue den Blinker drin. Und sie sagen einfach, man muss so wie Mad Max schnell über Spuren wechseln, ruckzuck, und die werden dann schon anhalten. Wahnsinnskulisse, hey, leck mir. Nancy und Demis sind Mexiko Online-Stars. Dank ihren Videos in den sozialen Medien kennt das halbe Land die Geschichte vom schrägen Schweizer, der sich zuerst in eine Mexikanerin und dann ins Land verliebt hat. Hola Reisenders, namas bien donde estamos. Estamos con Martín, el camarógrafo nuevo, y con Mona Fetch, que es una locutora de Suiza, grabando. Bien, aquí esta belleza de Monterrey, la Huasteca, señores. Angefangen hat die Arbeit als YouTuber mehr zufällig. Mit selber gemachten Videos haben sie ihren Freunden und Familie die Heim zeigen, wo sie gerade am Umreisen sind. Oh wow, so beautiful. Hi, I'm Demis. Y yo soy Nancy. We are Vagabond.
sie hat mir gesagt, du, schau, nimm meine Hand und nimm mich, bring mich überall, wo du willst. Ich weiss nicht, was ich will. Wir sind mit dem Velo aus der Kirche, sind auf Alaska geflogen. Und dann haben sie gerade gemerkt, dass es gar keine Touristen. Wo bringst du mich her? Oder? So, du hast gesagt, ich sollte dich einfach an der Hand nehmen und du kommst überall mit mir her. Also kommst du jetzt hierher mit mir auf Alaska. Ich war damals so traurig, dass ich sterben wollte. So sagte ich mir, wenn mir mein Leben egal ist und du willst mit dem Velo losziehen, dann komme ich mit. Egal, was passiert. Machen wir es. Ihres Ziel? Von Alaska bis auf Patagonien fahren. Tausende von Kilometern und alles mit dem Velo. Ein gemeinsames, grosses Abenteuer und ein Weg zum Trauer verarbeiten und nach dem Tod des Brüder einen neuen Sinn im Leben finden. Bueno, en Alaska los osos sean grizzly. Hay más grandes. Oh, mi vida, qué hermosa! Von Gefahr zu Gefahr hat sie irgendwie ihre Lebenslust wieder entdeckt. So, hey, ich will dann schon noch morgen leben. Also, das ist super. Das, was man hat, mit anderen teilen. Auch als Akt der nächsten Liebe. Das leben Nancy und ihre Familie ganz konkret. Zweimal in der Woche kochen sie für etwa 200 Bedürftige und Obdachlose von Monterrey. Und das Fleisch wird hier hinten angekocht, wenn man gerade hinten geht. Weil sonst erwärmt sich das Haus zu schnell. Ein richtiges Familienprojekt. Alle helfen mit. Ja. Weißt du das Picante? Eso es muy picante, no? Willst du das probieren? Nein, danke. Wir dachten, wenn wir den anderen helfen, geht es ihnen besser. Aber in Wirklichkeit geht es uns besser, wenn wir anderen helfen. Monterrey liegt im Norden von Mexiko, nur 2 Stunden von den amerikanischen Grenzen weg. Eine Stadt mit über 4 Millionen Einwohnern. Seit bald 5 Jahren verteilt Familie Cortés hier selber gekochtes Essen. Finanziell geht es der Familie gut. Den Aufwand jedenfalls können und wollen sie sich leisten. Padre, te damos gracias por los alimentos. Gracias por la oportunidad de compartirlos. Por el privilegio de que estas personas tengan un alimento sabroso, alientito y nutritivo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Amen. Gracias. Vamos. Vamos. Angefangen damit haben sie nach dem Tod von Erik, einem Bruder von Nancy. Inzwischen ist es eine Tradition geworden, die der ganzen Familie beim Verarbeiten von dem schweren Schicksalsschlag hilft. Und dass es hier ein warmes Gratis zur Nacht gibt, hat sich sogar bei der Polizei herumgesprochen. Es ist eine schöne, friedliche Atmosphäre hier. Und ich kann nachfühlen, dass so ein Abend Balsam ist für die Seele von allen. Also ich habe natürlich, als ich auf der Internetseite war, hatte so ein Forum, wo dann halt so Experten, die da schon viel mehr gewusst haben, haben dann über die ukrainischen und russischen Frauen ihre Meinung geäußert. Und so. Und es ist halt dann so mehrheitlich ein bisschen übrig gekommen, dass die Frauen noch eher ein bisschen genügsamer sind als die Schweizer Frauen oder die deutschen Frauen. Dass Frauen in Mitteleuropa eher ein bisschen eine Karriere anstreben und die Frauen halt in der Ukraine, dass die noch eher so bereit sind, zum Hausfrauen zu sein. Es ist kurz vor Weihnachten. Lana, ihre Mutter, ist schon seit 3 Wochen zu Hause auf Besuch. Das ist
Нет, нет, гирлянда будет не на елке, мама. Гирлянда будет. Так я поняла. Но вот там? Это же тебе лазить здесь. Ай. Игрушки. Игрушки. Смотри, лазить. О, Господи. Так, давай, распушивай. Иди сюда, мамочка. Не лезь. Распушивайте. Надо. Да, надо повернуть просто вот это лысое туда. Вот, вот, смотри. Вот нижний взгляд. Ich hatte mir anfangs Sorgen gemacht, dass unsere unterschiedlichen Charaktere erneut aufeinanderprallen könnten. Wir sind halt wie Wildschweine. Wir sind beide im Jahr der Schweiz geboren. Mutter ist ein Leittier und ich bin ein Leittier. Und wir geben nicht nach. Aber jetzt haben wir Frieden geschlossen. Мамочка, иди напротив и скажи мне, как будет ровно. Мы будем считать, что у нас есть. Вот, все. Все, для меня это ровно. Вау! Вау! Красиво! Красиво! Как красиво! Sehr schön. Так супер aus. Also, ich könnte das nicht, das ist nicht so. Да. Опять буду маленькой. Ja, по очереди, да. Genial aus. Горка. Sehr schön. Снежная. Bravo. Okay, enough. Я. Oh, я. Да. Я. Давай дальше. Hier ist die Wohnung. Also das ist jetzt der Ausblick von draußen, das übers Wasser. Wie heißt dieses Wasser? Was ist das? Das ist Lake? Das ist ein Kanal eigentlich. Kanal. Ja. Wir werden haben Geräte. Geräte, ja, da ist alles. Mhm. Everything here. Dishes okay, and perfect. Everything. Yeah. Super. Mhm. Super, 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 super. I'm very glad about this you chose. Mm-hmm. Really. Es war immer mein Traum, nach Amerika zu fliegen. Wir hatten Martins Bildungsurlaub schon vor anderthalb Jahren geplant, gell? Oder war es vor zwei Jahren? Oh, verzeih. Ich lebe schon so lange mit Martin, dass ich immer glaube, er könne Russisch. Als ob wir schon 50 und nicht erst 6 Jahre zusammen wären. Ich freue mich sehr, im Frühling nach Miami zu reisen. Ich bin stolz auf meinen Mann, dass er uns als Familie diese Reise an diesen schönen Ort ermöglicht. Then we go to Key West one weekend and here can you Nach 22 Jahren an der Schule in Thusis kann der Martin Bildungsurlaub machen. 6 Wochen Sprachaufenthalt in den USA. Alles ist gebucht, es fehlt nur noch das Visum für die Lana. Aber auch das haben sie beantragt. Brücke. Für mich war es ein Segen, ihn kennengelernt zu haben. Er hat mir eine neue Welt eröffnet. Meinen kleinen sozialen Kreis gesprengt. Alles, woran ich glaubte. Demis kam und sagte, schau mal, das alles gibt es. Ich war Gott sehr dankbar. Alles, was ich mir gewünscht habe, traf ein. Ich war sehr verliebt. Und jetzt kann ich meinen Weg gehen und er seinen, denn wir sind beide frei. Heute ist mein letzter Abend bei der Familie Cortés. Wir feiern es mit einem feinen Essen. Amen. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Gracias por cocinar. Mona también cocinó. Martín. In 5 years, wo werde ich euch in 5 Jahren treffen? Sí, me gustaría estar en México. Ich würde gerne in Mexiko bleiben. Aber um Kinder und ein Haus zu haben, wäre mir der Süden von Mexiko lieber. Me gustaría que fuera más al sur. Ist ja ein bisschen der günstigere Staat und aber auch ein bisschen so ein authentischer Ort. Und Reisen zwischen Europa und Mexiko. Schweiz, Spanien, Italien, vor allem Schweiz. Ihr bleibt Reisende. Hauptsache kein Winter. Das ist perfekt. Mm. Tschüss.
Aber Mexiko wird unsere Basis sein. Salud! Salud! Hey, Mexiko, Martin! Salud, Suiza! Salud, salud! Muchas gracias. Der ÖV in der Schweiz, also das ist einfach sensationell. Wenn du da auf den Bus willst, dann latschst du zuerst mal 20 Minuten, dann kommt vielleicht mal, also du musst dann schauen, ob der Bus überhaupt kommt, oder? Zwischen Winterthur und Zürich, da ist eine Stadt Winterthur und dann ist eine Stadt Zürich und da fährt am Samstag mal 4 Stunden lang kein Bus. Dann musst du zuerst herausfinden, wann der Bus fährt. Am liebsten machst du es auf Google, weil sie keine gute Homepage haben. Dann musst du den Stutz abzählt im Bus nehmen, weil es keine Billettautomaten gibt. Sie machen es wirklich nicht einfach. Dann denkst du, ach, Vive le Québec. Und Thomas hat ja schon gesagt, es hätte noch viel Schnee im März. Aber ich hätte es mir gleich ein bisschen weniger imposant vorgestellt. Das ist ja krass. Kanada schläft noch, als ich am Morgen früh durch das Wohnquartier am Stadtrand von Québec fahre. Hallo, geht's? Hoi, hoi, wer bist denn du, Schöne? Also, es ist mal schön wach. Es ist schön wach. Ja. Thomas! Hoi, hoi! Es ist ein paar Monate her, seit Thomas Kleiber bei mir am Radio seine letzte Wetterprognose gemacht hat. Jetzt lebt er bei seinem Mann, David, und bei seinen Schwiegereltern. Trois. In Québec, wo auch im März noch tiefer Winter ist. Und das alles macht Thomas aus Liebe zu dir. Ja, genau. Für dich schaufel ich sogar Schnee. Ja, habt ihr euch schon etwas Kleines haben wir schon geändert. Hier im Untergeschoss ist es also das neue Zuhause von Thomas Kleiber. Das, haben wir jetzt schon mal. Das ist mal anders geworden. Es ist vorher hat es andere Farben gehabt. Ja. Es ist alles so ein bisschen heller gemacht, weil es halt ein Tiefparterre ist, ist es nicht so hell, oder? Ja, also ihr habt überhaupt keine... Sind das die einzigen Fenster? Ja. Und jetzt hat es noch so viel Schnee davor? Eben, ja, darum habe ich ein Loch geschaufelt, sonst wäre es jetzt schwarz. Hast du da Schnee? Ja, das ist nicht, musst du schauen, das Loch ist nicht natürlich da, oder? Das wäre jetzt eigentlich sonst da 1 Meter Schnee aus. Es schaut jetzt wirklich viel besser aus hier. Mehr unser Stil. Es ist jetzt unser Zimmer. Français. Ja, das ist genau. Das hat der David gemacht und ich in der Schweiz. Da das haben wir in der Schweiz schon gehabt. In der Schweiz, oder? Haben wir, die Idee wäre, dass wir immer wechseln. Maintenant, c'est juste en français. La base. Die Grundlage jeder Integration ist die Sprache. Wie du dein Umfeld schaffst, dein Humor, wie du dich eingibst, wie du Kontakt zu den Leuten aufnimmst. Ich finde oft die Worte nicht. Ich kann nicht spielen mit der Sprache. Du spielst so viel mit der Sprache. Wenn wir mit den Leuten sagen, gestern Abend, dann habe ich vielleicht bei den Langweiler vom Dienst. Weil ich trage, weißt du, erstens, wenn die Diskussion rapid geht, bis ich mal so. Mit meinem Satz hinführen komme ich sonst schon mal vorbei. Oder? Ja. Und dann, wenn du in einen Spruch hast, etwas Ironisches machen solltest, dann musst du präzise sein in der Sprache. Und da merke ich, das geht nicht. Ich kann meinen Humor nicht überbringen. Und weil sie selber sind eine lustige Familie, sie lachen viel. Und ich kann einfach nicht dazu beitragen. Ich fühle mich recht langweilig. Das ist recht ein Frust. Und noch etwas anderes frustriere ihn, jetzt im Winter. Bei dem vielen Schnee ist der Thomas als passionierter Velofahrer aufgeschmissen. Ohne eigenes Auto ist er immer auf andere angewiesen, zum Heim zu kommen. Und so ist der Ex-Meteomar zurzeit Schneeschaufler im Hauptfach. Hoi Merle, kommst du helfen? Da sind wir sehr dankbar. Du kommst auch noch ein bisschen schaufeln. Sind wir fast fertig? Dumm ist, dass es noch weiter schneit. Ja, und da das Haus hinter mache ich dann auch noch Kiste. Ja. Ja.
Also ist denn jetzt das Brei? Brei halt Meter Schnee. Ich tue mich an, bis da alles geschmolzen ist. Nicht schlecht, du! Super! Das ist so. Was man zum Macht in Käppi? Hey, bravo! Ui! Der David arbeitet unterdessen im Kaffee von seiner Familie in der Küche. Dass der Thomas noch keinen Job hat, sieht er entspannt. Wenn er jetzt noch nicht arbeiten will, verstehe ich das. Er wird bestimmt eines Tages etwas finden, das er wirklich gerne macht. Wir müssen das beide ganz entspannt nehmen. Ich bin glücklich, dass ich ihn unterstützen kann. Es ist eine schöne Gelegenheit, ihm etwas davon zurückzugeben, was er mir gegeben hat. Man kann klar, man kann Pläne machen, oder? Das aber irgendwie ist es auch, aber das muss nicht immer so funktionieren, wie man einen Plan macht. Aber da habe ich das Gefühl, ist halt auch irgendwie noch etwas drin von ihrer Jugend, wo sie noch im System vom Kommunismus aufgewachsen ist. Die haben ihre 5 und ihre 7 Jahre Pläne gemacht und die haben die Pläne durchgezogen, auch wenn alles total drunter und drüber gegangen ist und scheiße war. Dann haben sie einen Plan festgehalten, oder? Obwohl sie Schiffbruch erlitten haben. Und das ist klar, sie ist 20 Jahre lang hat sie in dem System gelebt und das prägt sicher. Better dead than red. Better dead than red, ja. An diesem Morgen haben Martin und Lana aber alles minutiös geplant. Sie sind unterwegs in die US-Botschaft auf Bern. Für die Lana als Ukrainerin ist es nämlich nicht so einfach, um in die USA zu reisen. Lana, are you sure that you put all the documents? Yeah, I'm sure. I put 3. What's this? Ordner files. Yeah, ordner files. What? Why 3? There were more. No, you had in your tasche. Yeah, but you have this plastic files. Yeah, 3. I mean 3 plastic files. There are more plastic files. No. If you want, I can check. Yeah, check. Okay. Must be about 5 or 6 plastic files. Ich kann das nicht ablösen, weil das ist alles gebucht und meine Stellvertretung ist auch gebucht, alles, oder? Also, das kann ich nicht rückgängig machen. Wenn sie die Aufenthaltsbewilligung nicht kriegt, oder das Visum nicht kriegt, dann muss sie halt allein gehen, ja. Martin, Entschuldigung. Ja. Ich habe gedacht, ich habe gesagt, das ist 3, aber 3 wichtige und 2 nur mit anderen Dokumenten. Alles perfekt. Don't worry. Aha. Be happy. Okay. Nervous? No? Check. Non-immigrant visas. So, here's your cue. Okay? So. I will go. Good luck. I'm not nervous. Good. Okay. Okay. So Sachen machen mich immer nervös, aber eigentlich sehe ich auch keinen Grund, warum die das Visum nicht geben sollten. Oh,
long time stay. Oh, wait. Yeah, because I have to stay. Everybody is more than 30 person. Okay, and half okay? Yeah, everything okay. You will get visa? For 10 years. For 10 years? Yeah. Really? Yeah. For 10 years? Yes. Oh, super. No joke. No joke. Cool. Not for 5. For others, they give 5. For me, they gave 10 because you are... Cool. Okay. Yeah. So cool. Go. Super. Hürden überwinden und Neues anpacken, das schweißt zusammen. Das nächste Ziel von Martin und Lana heisst Miami. Jetzt muss ich schauen, dass sie es durchbringen. Im Alltag ist nicht mehr viel übrig von der indianischen Kultur von früher. Umso liebevoller pflegen die Mitglieder der Stämme die Traditionen, die es noch gibt. Powwow findet in Fort Belknap statt, in der Bingo-Halle. In Fort Belknap leben 7000 Menschen mit indianischen Wurzeln von 2 verschiedenen Stämmen. Jedes Mal, jedem Powwow. Also so bis die ersten paar Tänze durch sind, ist gut. Einfach, ich weiß nicht, das ist wie Lampenfieber. Wenn Brigitte mit mir tanzt, wird mein Herz leicht. Es überkommt mich auch eine Wehmut, denn die Frauen unseres Stammes tanzen nicht mehr. Brigitte ist zwar nicht Native American, aber sie ist meine Seelenverwandte. Die Leute akzeptieren das. Das ist das Gute, wenn du die Frau findest, mit der du zusammenleben willst. Sie ist die meine. Wir glauben, dass wir vorher zusammen waren und für immer zusammen sein werden. In einem nächsten Leben vielleicht nicht in dieser Form, aber zusammen. Wir sind einander vertraut. Wir gehören zusammen. Vor allem in unserem Alter haben beide ein bisschen Rucksäckchen mit Lebenserfahrung, gut und schlecht. Und man hat eine gewisse Prägung. Und an dem muss man halt auch manchmal noch ein bisschen arbeiten. Weisse Bärin, die von weit her kommt. So hat Nakota als Brigitte getauft. Und vielleicht geht sie bald dort zurück, in die Schweiz. Das mal aber mit dem Jay. Wir wünschen diesen beiden nur das Beste. Jetzt musst du mit Gefühl machen. Hast du irgendeinen Trick? 3-mal da und dann 2-mal da? Du musst mit Gefühl. Demis und Nancy sind auf Besuch in der Schweiz, beim Demis seiner Mutter zu Biomensdorf. Sie hat sich damit abfinden, dass sie ihren Sohn nur selten sieht. Schon da, wo der Demis vor gut 10 Jahren seinen Rucksack gepackt hat und auf Weltreise gegangen ist. Und dann ist er dann immer länger und länger. Und dann habe ich es natürlich dann auch verstanden, dass er jetzt irgendwann mal jemanden kennen und nicht mehr heimkommen wird. Aber es ist ein harter Weg für eine Mutter. Weißt, das willst du ja nicht. Das willst du ja nicht. Du willst ja eine Schwiegertochter, die da ist. Nicht, oder? Aber wenn ich natürlich eine gute Schwiegertochter habe, dann gebe ich ihr noch so gerne her. So, jetzt haben wir das hier über. Ich mache ein paar Instagram-Stories. Una, dos, tres. Vamos a hacer el sugo italiano con mi suegra, madre hermosa. Hey! Das habe ich jetzt aber gehört. Ob in der Schweiz oder die Heiz Mexiko, Nancy und Demis teilen alles mit ihren Fans auf Social Media. Manchmal postet es ganz Alltägliches,
Und manchmal können wir bei den wirklich grossen Momenten im Leben dabei sein. Das ist Ravanna. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser papás. No manches. No manches. No manches, amor. ¿Cuándo supiste? Ahorita. Falta. No manches. Sí. ¿Cómo te dio? Pues que no me ha bajado. Ay, no manches. Sí. ¿Qué es pasiert? Ich glaube, zu machen. Gib mir deine Hand. No sé. ¿Qué? Jetzt wirst du die Augen drauf machen. Take my hand. Take my hand. Und so groß ist das Glück. Wir gratulieren der Nancy und dem Demis und sind jetzt schon gespannt, wo sein Leben als Familie hinführt. Auf Mexiko, in die Schweiz oder vielleicht noch mal ganz nebenan anders hin. Zuhause sind die beiden sowieso auf der ganzen Welt. Oh, take my hand. Warum habt ihr so früh geheiratet? Why did you marry so fast? Pregnancy? Well, this is enough. Dass man unter 8 Milliarden Menschen den Richtigen für einen selber findet, ist per se schon ein kleines Wunder. Und wenn der eine oder die eine am anderen Ende der Welt wohnt, dann braucht es gerade noch mal eins, damit es ein Happy End gibt. Das ist riesig, he? Ja, ist gross. Die Frage bleibt wohl für immer unbeantwortet, was es denn genau ist, was einem dazu bringt, alles hinter sich zu lassen und Ja zu sagen. So wie das der Thomas und der David genau an diesem Ort gemacht haben. Du, der gesagt hast, du willst nur eine kleine Hochzeit. Ja. Im kleinen ja, Rahmen. Du siehst wieder, da siehst wieder, wer in unserer Beziehung gesagt hat. Ja, genau. Ja, du, das ist wirklich vom Winde verweht, mässig, gell? Weißt, und wenn ihr jetzt zurückschaut, die drei Jahre, die ihr miteinander jetzt gelebt haben, was waren das für drei Jahre gewesen? Das darf man als Schweizer fast nicht sagen. Wir sind zahlenmässig stolz auf uns. Ich finde, wir haben es wirklich beide extrem gut gemacht. Auch was nachher gekommen ist, die Herausforderung. Auch seine Familie und meine Freunde und seine Freunde. Wie wir, oder dass immer der eine weg ist und das Hin und Her. Und wie wir, wir sind zum Teil monatelang getrennt gewesen wieder. Und wie wir mit dem umgegangen sind, ich finde, wir haben das irrsinnig gemacht. Wir sind sehr stolz. Es gab schöne Augenblicke, aber auch schwierige. Ich will nicht verheimlichen, dass es auch diese schwierigen Situationen gab. Dass wir es geschafft haben, das macht mich sehr stolz. So, wir passen einfach super zusammen und ergänzen uns gut. Er würde dich immer und immer wieder heiraten. Er würde dich gerne heiraten, ja. Du Wow, du, das sieht schon. Sieht cool, hä? David, was wünschst du dir für eure gemeinsame Zukunft? Pour le futur ensemble. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht zu viele Sorgen machen, dass uns die Zukunft nicht belastet, dass wir zusammenbleiben und dass es uns gut geht, egal wo wir leben werden. Ob wir nachher wieder zurückgehen in die Schweiz oder da bleiben, das lassen wir dann das Leben und unsere Gefühle entscheiden, so wie es richtig ist. Was wünschst du dir? Oder was ist für dich das Wichtigste jetzt an der nächsten Zeit?
Was ich mir wünsche, ist, dass ich es schaffe, hier in Quebec Sachen, Plätzchen, Leute zu finden, wo ich daheim bin. Dass es dann wieder Zeit, Ecken gibt, wo ich mich erinnere, wie es in der Schweiz auch ist, an Geschichten, an Leute, an Leben. Und dass ich da auch ein Zuhause habe. Und dass selbst wenn ich in die Schweiz gehe, dass ich von dann an immer auch ein bisschen Heimweh habe nach Quebec und nach Kanada. Gehen wir schauen? Ja, komm. I'm gonna make it right. It takes me, breaks me, tears me up inside. But when you smile, your beauty shines so bright. It moves me, you choose me, wherever I may lie. You say, tell me where you wanna go tonight. Break out the sad songs and take them on your ride. Nunca fue un sacrificio. Siempre, si tú crees. Ich habe gesagt, dass ich mich nicht aufopfern musste. Wenn du glaubst, dass es Aufopferung ist, dann ist es keine Liebe. Liebe gibst du automatisch. Gerade noch die Kurve gekriegt. Also erstens mal nie aufgeben. Und daran glauben, dass jemand dort raus ist, der für einen bestimmt ist. Und zwar nicht suchen wie verrückt, weil das funktioniert nicht. Wenn es passieren muss, passiert es einfach. Ich sage ihr jeden Tag, ich liebe dich. Jeden Morgen. Ich berühre sie immer wieder. So bleiben wir verbunden. Wir beenden sogar gegenseitig unsere Sätze. Ich liebe ihn so, wie er ist. Er ist gutmütig, großzügig und intelligent. Er ist einfach mein Mann. Es wäre schon cool, wenn ich natürlich ihre Sprache reden könnte. Wäre auch meiner Ansicht nach auch ein bisschen etwas, eine Wertschätzung vielleicht mehr gegenüber ihr, wenn ich ein bisschen mehr Russisch könnte oder gelernt hätte. Das hätte ich sollen, denke ich, mir anders machen. Ja. Und dann, wo der Film schon fast fertig ist, erreicht uns vom anderen Ende der Welt noch eine wunderbare Nachricht. Auch in Neuseeland gibt es Nachwuchs. Katja und AJ erwarten ein Geschwisterti für die kleine Naria. Hin und weg. Wir haben lauter Menschen kennengelernt, die zeigen, dass Liebe Grenzen und Hindernisse überwinden kann. Die Sendung ist vorbei, aber ihre Liebesgeschichten, die gehen weiter. «Hin und weg» ist präsentiert worden von Dr. Oetker.